ganz kühl, schmeckt wie der erste Kuss meiner ersten Freundin. Melli Schmidt, liebe Grüße. Die schmecken, ihre Küsse schmecken nach kalten Kirschen. Melli, wir wollen nicht alle jetzt küssen. Okay, wir starten. Ja, jetzt geht's endlich los. Nach über einem Jahr Pause habe ich zwei tolle Dinge in der Hand. Ein tolles Ding in der Hand, einen tollen Wein und einen tollen Gast an der Seite. Und ich weiß, dass der hier gefallen wird, weil das ist ein Rotwein von Preisinger, Pusta Libra heißt der. Und den trinkt man gekühlt. Du magst nämlich keinen warmen Rotwein, richtig? Das ist richtig, beziehungsweise ich trinke ihn lieber kalt, ja. Und machst du auch mit so normalem Rotwein kalt, weil es besser schmeckt? Ja, tatsächlich. Ja, ich mag allgemein kalte Getränke sehr gerne. Und es gibt ja diese, weiß ich, das weiß, diese Regel Rotwein auf Zimmertemperatur. Und wir machen das alle falsch, weil die eigentliche Zimmertemperatur, als man das festgelegt hat damals. Und mit unseren geheizten Räumen ist es nämlich immer viel zu warm. Das heißt, man muss auch in der Gastro oder so den Rotwein immer kühlen, weil die Idee von Zimmerwarm ist total falsch. Deshalb schmeckt das, hat einen guten Riecher, weil der schmeckt nämlich nicht, wenn er zu warm ist. Direkt was gelernt, Mensch. Hat sich gelohnt. Genau, und der Pusta Libre ist ganz toll von Klaus Preisinger. Ich glaube, wir hatten sogar mal schon einen im Test. Man erkennt den Preisinger immer ganz gut hier am Korken. Der hat den Zwinker-Smiley. Also wenn man sich das nicht merken kann, wenn man den Zwinker-Smiley sieht, ist es Preisinger. Und der ist mega in und ich habe tatsächlich ihn auch noch nie getrunken. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ja, das war mal auf. Und warum klappt das jetzt auch ganz gut? Das ich auch. Alles gut, der schmeckt nicht. Ist es auch, wenn ich es richtig weiß, ein Natural Wine, also einer von diesen neuen, kein klassischer. Das schenke ich auch ein, ne? Direkt. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Genau, hat eine schöne Farbe schon mal. Basti, was sagst du zu der Farbe? Ich bin noch ein bisschen überrascht, weil das war, glaube ich, die schnellste Weinöffnung, die ich jemals gesehen habe. Und der Armin hat die Weinflasche gar nicht aus der Hand gegeben. Du musst sie gar nicht anfassen. Guck mal, ob das auch wirklich kühl genug ist. Komm, lass uns mal direkt. Ja, aber die Farbe ist sehr schön. Also erstmal Cheers. 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 Die Einladung. Cheers. So, und jetzt Preisinger. Klaus Preisinger, ich bin gespannt, wie dein Wein schmeckt. Ich bin auch gespannt. Geil. Ja, das schmeckt fantastisch. Und man steigt eigentlich ja nicht mit einem Rotwein ein, aber die Regeln gelten für uns ja sowieso nicht. Wir steigen immer damit ein, worauf wir Lust haben. Für mich hat sowas von saurer Johannes, Sauerkirsche. Das schmeckt wie, ja. Saure Johannisbeere oder total so. Total begeistert, ja. Ich finde Sauerkirsche ist für mich so ganz kühl, schmeckt wie der erste Kuss meiner ersten Freundin. Melli Schmidt, liebe Grüße. Die schmecken, ihre Küsse schmecken nach kalten Kirschen. Melli, wir wollen nicht alle jetzt küssen. Wir küssen dich. Boah, das war ein guter Griff, Armin. Da hat er echt drauf. Bei den Armen aber auch kein Wunder. Das ist natürlich. Ja, wow. So, wir starten mit der nächsten Runde. Es gibt heute Nusskräuterpasta mit Olivenöl aus Griechenland, ein Salat. Und ich bin gespannt, wie der Riesling Alte Reben von Van Volxen dazu passt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der super zu diesem nussigen Essen passt. Außerdem ist mir halt hier auch so heiß, Mädels. Das ist total heiß. Mega. Das liegt, glaube ich, an mir. Aber es liegt auch an. Das liegt an unserem heißen Gast. Der macht hier irgendwie 17 Grad. Die Aura strahlt aus. So, lass uns einmal anstoßen. Das ist die Körperwärme. Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der kann. Cheers. Cheers. Dankeschön. Cheers. 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 Was sagt die Brust? Oh. Was sagt das Herz in der Brust? Genau, was sagt der Gast? Das schlägt. Wow, ich finde den sehr, sehr lecker tatsächlich. Also der ist auch, man kann ihn sehr, sehr gut trinken. Der ist, ich finde den auch so ein bisschen süßlich. Also der geht einfach sehr gut runter. Ja, aber hast du gut gesehen, sagst du, ein bisschen süßlich, weil das liegt an dem alten Reben. Okay. Also meine Familie hat junge und alte Reben. Und wenn die alt sind, diese dicken Knochen, die geben nicht mehr so viel, da wachsen nicht mehr so viel Früchte dran. Okay. Aber du hast dann die wenigen Trauben, da geht die ganze Sonne, die ganze Energie rein, der ganze Zucker. Und normalerweise haben die mehr Öchsel, wie das heißt. Also Öchsel ist der Zuckergrad. Das heißt, da ist die geballte, alles was an Energie und Geschmack
im Boden ist, kommt in die Trauben. Und wenn du einen Riesling, der eigentlich sonst so knackig und sauer und spritzig ist, mit dieser Frucht kombinierst, die im Boden liegt, dann kriegst du genau das, den trockenen, schönen Wein. Der ist jetzt trocken tatsächlich. Ja, trocken sind die. Okay. Aber du hast halt trotzdem die Frucht, weil trocken und Frucht ist nichts, hat nichts miteinander zu tun. Also es kann blumig sein, okay. Aber trocken heißt nur, es hat weniger Zucker. Wollen wir ein bisschen femininer werden. So, und bitte. Bisschen mehr zarte Töne anschlagen, weil wir haben ja auch einen Rosé, der ist ja auch ein bisschen zarter. Wir haben schon wieder Österreich. Kann der Gast nicht mal öffnen? Magst du nicht einmal? Nee, wow, okay. Das ist wie das Mikro nicht aus der Hand geben. Nee, das geht nicht. Außerdem ist es öffnen hier ganz einfach, weil es ist schon. Mach einfach auf, sonst wird es unsympathisch. Okay. Laufen wir schon? Ja, wir laufen. Okay, wir laufen. Ich habe zum Abschluss heute einen schönen Rosé für uns ausgesucht und ich werde gleich was machen, was meine Oma gehasst hätte, die ist Winzerin, weil ich werde einen Mixed Drink daraus machen. Wir probieren den erstmal so. Ist von Lichtenberger Gonzales. Muschelkalk Rosé 2019. Hat eine schöne Farbe, sehr kalt. Ist das jetzt der Abschluss oder der Abschluss? Abschluss. Abschluss, okay. Mhm. So, schenke ich uns erstmal ein. Ich finde mit Rosé, der wird so, Rosé ist irgendwie so unterschätzt. Das ist immer so ein, wenn man nicht weiß, was. Ich trinke gerne Rosé. Unterschätzt und unerforscht. Absolut. Vielleicht. Ich muss mal den Klitt hier wegmachen. So, cheers. Ich muss sagen, ich trinke den gerne allein wegen der Farbe. Cheers. Weil es einfach so schön ist. Cheers. 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 Der schmeckt wild. Also irgendwie wild. Ja, ich finde, der ist auch nicht so leicht. Also der geht nicht so leicht runter. Der ist so ein bisschen. Der ist kräftiger als erwartet. Ja, der ist halt, genau. Genau. Das erwartet man noch nicht von so einem Rosé. Mit dem Wein erlebst du noch was irgendwie. Der hat noch ein bisschen. Ist gut, dass wir mit dem aufhören und nicht mit dem eingestiegen sind, weil das ist total lustig. Wir sind mit Rot eingestiegen heute, haben Weiß gemacht und bei Rosé gelandet und wir hatten irgendwie den richtigen Riecher. Der Rote war so kirschig leicht. Der Weiße gut zum Essen und das ist so einer, da muss man schon ein bisschen sich eingetrunken haben, das ist schon sehr komplex. Da ist man schon mit dem Abendfeuer. Das ist so einer, da willst du es wissen. Also wenn der jetzt kommt, dann... Und wir wollen es ja wissen. Das ist so ein Hier-und-Jetzt-Wein. Ja. So ein Hier-und-Jetzt-Wein. Und jetzt werde ich was mit euch machen. Okay. Trinkt man nicht aus. Ich mache jetzt was daraus, einen kleinen Cocktail, wie ich am liebsten Rosé trinke. Und dann probieren wir gleich nochmal. Gut. Ich hoffe... Lichtenberger Gonzales, verzeih mir, was ich mit dem Wein mache. Meine Oma, wie gesagt, würde mich killen, weil bei Oma war Weinpanschen ging gar nicht. Aber ich finde, der perfekte Sommerdrink ist Rosé-Schorle mit Eis und frischer Minze. Weil die Minze, finde ich, hebt diesen Rosé-Geschmack total gut. Wichtig bei der Minze ist, du musst sie entweder klopfen oder schlagen, damit die Korn aufgehen. Und sie richtig riecht. Und dann tust du einfach eine große Menge in dein Glas. Es macht, wir haben ja noch alle den Geschmack vom Original Rosé pur in der Nase. Den letzten Trick schon mal gleich mal. Es sieht nach einem schönen Drink. Es sieht aus. Und hier ist auch viel hilft viel. Also da kann ruhig noch hier so ein bisschen was drin. Und Lena kriegt auch noch ein bisschen mehr rein. Das müssen wir aber auch können, so platt. Und jetzt stoßen wir mal an und probieren mal. Und ich sage euch, das ist der perfekte Drink. Ich fühle mich sofort, als wäre ich in Portugal am Strand. Okay. Viel Eis, viel Minze. Und durch den Geruch von der Minze passt es mit dem Rosé. Ich finde, das ist eine unfassbar gute Kombi. Boah. Und es sieht wahnsinnig schön aus im Glas. Was sagt denn die Dame? Ist ja so ein Damendrink. Mega. Fühlst du dich wie eine Meerjungfrau auf Mallorca? Definitiv. Nee, es ist tatsächlich, erinnert mich das sofort an Wien. Weil in Wien gab es auch ähnliches immer, es Spritzer, klassischerweise, rot oder weiß gespritzt und passt perfekt, also liebe es. Und ich finde, die Minze macht den Twist, weil du hast dieses kräuterige Frische und dann passt gerade der Rosé, weil der Bums hat, weil der kräftig ist, der verwässert nicht, sondern dem tut es irgendwie gut, da kommt irgendwie nichts Spaß. Und dafür muss er kräftiger sein und dafür ist es genau perfekt, ne? Sun begins to fade.
It's enough time to figure out how to chase my blues away. Yeah. Are you a man who takes a chance on love that burns hot enough to last? When the night falls, my lonely heart falls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me.